Das nächste Auto, das wir präsentieren, kommt aus Korea. Er heißt SsangYong Tivoli XTI und leistet 115 PS. Und man glaubt, etliche Pferdestärken mehr unter der Haube zu haben. Der Verbrauch liegt in unserem Drittelmix bei 4,5 Litern Diesel und das ist äußerst sparsam. Der neue SsangYong Tivoli ist ein SUV für Fahrer, die Wert auf Individualität, Raum und Funktionalität legen. Er überzeugt durch starkes, modernes und dynamisch-urbanes Styling. Zum einen inspiriert durch moderne Stadtarchitektur, spiegelt das elegante Interieur des Tivoli auch die fließenden Linien der Natur wider. Die Frontansicht des Tivoli überzeugt durch einen starken, entschlossenen Auftritt. Die Breite wird durch den schlanken Grill und die Frontscheinwerfer betont. In der Seitenansicht zeigt sich die rhythmische Dynamik des Tivoli und schafft ein voluminöses, starkes Gesamtbild, welches die 16 oder 18 Zoll Leichtmetallfelgen zusätzlich betonen. Das ergonomisch gestaltete Sportlenkrad garantiert optimierte Griffigkeit und die Sitze mit zwei Festigkeitsstufen sorgen für herausragenden Komfort und Stabilität während der Fahrt und ganz besonders natürlich in der Kurve. Seine Innenbreite von 1795 mm macht den Tivoli zu einem der geräumigsten Fahrzeuge in seiner Klasse. Das Armaturenbrett ist so konzipiert, dass Fahrer und Beifahrer die Multimedia-Schnittstelle mühelos erreichen können. Wie schon eingangs erwähnt, testen wir vom Tivoli die Diesel-Variante hier im XTI. Er leistet 115 PS und man glaubt, einige Pferdestärken mehr drinnen zu haben. Es gibt auch eine Benzin-Variante mit 128 Pferdestärken. Diese testen wir in einer späteren Serie. Das XTI steht für intelligenten elektronischen Allrad und ob der funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Der großzügige Kofferraum fasst bis zu 423 Liter und die bei Bedarf vollständig flach umklappbare Rücksitzbank vergrößert auf Wunsch das Gepäckvolumen. Der Tivoli bietet alle Vorteile eines SUV in Kombination mit dem Komfort und Fahrgenuss einer Limousine. Willkommen in der Welt von SsangYong.